Willkommen zum möglicherweise großen Finale von Super Mario Bros. X. Und ihr habt schon fast im Gefühl, dass es das große Finale sein wird. Und es ist schon komisch, dass ich jetzt hier bin. Wir haben wirklich alles hinter uns gebracht. Wir haben sogar Frosty Frost Frostlands durch. Das ist halt so eine Art, ja, Verbindungswelt, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie irgendwas gibt, was man dadurch freischalten kann. Was ich aber weiß, ist, wir müssen hier durch, wenn wir Bowser besiegen wollen. Also erstmal die Easy-Mode-Tanks. Wahrscheinlich gibt es die Normal-Mode-Tanks und die Hard-Mode-Tanks. Keine Ahnung. Wir werden sie herausfinden. Los geht's. Ah, ich habe vergessen, wieder den Chart zu wechseln. Aber spielt sie jetzt mittlerweile eine Rolle? Ich glaube nicht. Ihr wollt doch sowieso, dass ich fehle, von daher. Sie juckt euch doch gar nicht. Ihr wollt mich doch nur alle leiden sehen. So, mit dem Hammerbro-Suit. Alles easy peasy. Ich weiß nicht, ob ich die normalerweise von oben treffen kann. Wenn die rot sind, was bedeutet das? Dass man sie nicht einfach so treffen kann? Also von oben? Mit einem Sprungtreffer? Sieht so aus, als ob der irgendwie die Kanone bedienen würde. Boah. Jetzt wird's ernst, Leute. Er konnte mich treffen? Im Original, wenn ich mich ducke, habe ich meine Panzerung. Wir gehen jetzt so schnell wie möglich hier weg. Ich will einen Checkpoint haben. Wow. Ich habe kein gutes Gefühl. Yo, hier geht die Luzi ab. Wer ist es? Es ist Bum Bum. Kann der Bum Bum fliegen? Der Bum Bum kann nicht fliegen. Soll ich das gut finden? Was ich gut finde, ist, dass ich es hier helle geschafft habe im ersten Anlauf. Ich war kurz davor zu failen. Ganz kurz davor. Wirklich, das... Ich fühle mich gut. So, jetzt kommen die Hard-Mode-Tanks. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und das Ganze ohne Power-Up. Stellt euch das mal vor. Wobei, ihr braucht euch das gar nicht vorzustellen. Ihr seht es ja. Ich rechne mir... Oh. Ich erinnere mich... Super Mario Quadro Jugadores. Das ist auch so richtig geisteskrank. Aber in Super Mario Quadro Jugadores war man zumindest so sozial und hat einen Stern spendiert bekommen. Weil die genau wussten, weil der Entwickler Carlos XTHaf oder wer auch immer noch dazugehört hat, also ja, ich denke mal, er hat das Spiel nicht allein entwickelt, die wussten natürlich, dass man ansonsten gar keine Chance hat. Hier aber ist es anders. Ich erinnere mich, das war auch kurz vor dem Finale. Ich hole mir ein Power-Up. Ne, zwei sogar. Und könnte ich drei holen, könnt ihr davon ausgehen, dass ich mir hätte drei geholt. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich hole mir meine verdienten Power-Ups. Ja, ich habe sie verdient. Nach dem, was ich durchgemacht habe, habe ich mir diese Power-Ups verdient. Ich gehe davon aus, dass ich in kurzer Zeit wieder verlieren werde. Und das Gute ist, ich muss nicht in irgendein Pilzhaus gehen. Ich kann sie hier holen. So, was ist schlau? Schlau ist das. Und das würd ich jetzt sagen. Wobei... Ach. Das finde ich schlauer, weil... Deswegen. Darum.
So, was haltet ihr davon, wenn Luigi der Held ist? Ich finde es grandios. Wir haben jetzt alle Chars sowieso gesehen. Wer will denn jetzt noch ein paar Chars sehen? Will jetzt noch jemand sehen, wie Peach hier das Rennen macht? Will jemand sehen, wie Toad das Rennen macht? Ganz ehrlich. Oder wollt ihr, dass Link im Mario-Universum hier den Dicken markiert und sagt, hey, ich bin besser als Mario. Ich bin viel, viel geiler. Wollt ihr das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ich weigere mich, das zu glauben, dass ihr sowas wollt. Dass ihr sowas Schreckliches wollt. Ich kann es mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen. Ich war kurz davor, mein Mikrofon weg. Oh, what the heck? Mir fällt gerade auf. Das hat mir gar nichts gebracht. Ist das Mist? Das bringt mir überhaupt gar nichts. Kann es sein, dass deswegen dieses Item gebraucht wird, dass die Zeit anhalten kann? Aber jetzt weiß ich, woher das der Carlos kopiert hat bei Super Mario Quadrojugadores. Das hat er richtig kopiert von Super Mario Bros. X. Also falls ihr Super Mario Quadrojugadores nicht kennt, unbedingt anschauen. Ist wesentlich einfacher als dieses Spiel hier. Zumindest als die Finalwelt. Aber ganz ehrlich, es ist ja ein Finale. Und ein Finale muss auch irgendwie eine gewisse Ordnung, oder besser gesagt, eine gewisse Unordnung haben. Puh. Ein paar Zentimeter habe ich es weiter geschafft. Ja, vermutlich war es das auch schon. Okay, das war ein guter Trick. Ich kriege hier langsam keinen Überblick mehr. Und ich mache mir so langsam Sorgen. So, die Gegner sind einfach. Wow. Ich hätte gedacht, ich gehe Game Over. Ich hab's echt geschafft. Das ist schon das Finale? The King of Koopas. Super Mario 64 Musik mit einem Super Mario Bros. 3 Ambiente im SNES-Stil. Und normalerweise schießen diese Statuen in Super Mario Bros. 3 Laser. Das tun sie aber in diesem Fall nicht. Hier auch so ein geheimer. So, ich weiß nicht, ob ich den Key brauche. So, ich werde gleich nach oben befördert. Hier, genau. Sieht SMB3 sehr ähnlich dem finalen Castle, aber hier ist der Unterschied. Es gab zwar auch eine Stelle mit Wumps, ich sehe schon.
Warum? Okay, ich brauche mehrere Schlüssel. Eindeutig. Ich weiß Bescheid. So, normalerweise sind hier Rotodisks. So, ich gehe davon aus, dass ich den Schlüssel gleich auch holen muss. Den anderen, den wir gerade gesehen haben. Ist aber sehr gut, dass wir dahin gegangen sind. Weil, oh, ich fahre gleich runter. Ja. War das dumm? Das war einfach nur dumm. Eine extrem fiese Stelle. Eine extrem ekelhafte Stelle. Ja. Wie gut, dass ich vorhin ein bisschen geübt habe mit den Statuen. Ich hab's befürchtet. Ja. So, Ninjis. Die Ninjis gehen mir so ein bisschen auf den Senkel. Boah, da, ba, ba, ba. Wenn die von der anderen Seite, wenn die auf die andere Seite voll schießen, also in die entgegengesetzte Richtung, dann ist das extrem ekelhaft. Extremst ekelhaft ist das. So komme ich hier wieder rauf, natürlich komme ich hier rauf. So hätte mir eigentlich klar sein müssen. So hätte mir klar sein müssen. Ich bin jetzt zu vorsichtig, ich weiß. Ein richtiger Pro würde wahrscheinlich so richtig übelst loslaufen, die übelsten Jumps hier ausführen, aber ich bin ja so auf safe. Safe Gamer, wisst ihr? Man kann nie vorsichtig genug sein. Weil ich möchte dieses Power-Up hier behalten. So, jetzt konnte ich schneller sein. So. Hier müssen wir uns in Acht nehmen. Wir können uns nur zweimal treffen lassen. Ich glaube nicht, dass der Bosskampf ein Spaziergang im Park wird. Das weigere ich mich zu glauben. Ich warte, bis er wieder nach unten geht. Gehen wir hier rauf und dann ganz schnell. Ich wusste, wir würden die Tanuki brauchen. Ich wusste es. Checkpoint. Das ist ein gutes Zeichen. Ich kann nicht speichern. Verdammt. Das wird hart. Das ist eine sehr, sehr krasse... Das ist eine sehr, sehr krasse Version. Ja, man kann ihm... Okay. Ich finde, das ist gut, was er macht.
Er schießt dreimal und springt. Das ist nicht gut. Oh, hat angetäuscht. Nein, ich glaube, es gibt noch eine zweite Runde. Oh, er hat... Was? Was? Das gibt's nicht. Der hat mich verarscht. Mitte. Die Mitte. Nicht die Mitte. Bitte nicht... Bitte nimm nicht die Mitte. Oh, ich hab den Yoshi wieder. Ich hab den Yoshi wieder. Das muss wahrscheinlich so eine Art Bug sein, wo der Yoshi nicht richtig entfernt worden ist. Vergessen. Wir lassen jetzt mal nach unten gehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! So Leute, schaffe ich es diesmal? Ich kann ihn treffen. Mist. Ich hätte ihn treffen können. Selbstverständlich. Ich bin zwar nicht davon ausgegangen, dass ich ihn damit treffen kann. Oh, ja. Ich hab mehr Glück als Verstand. Puh. Und das war's wieder, Leute. Super Mario Bros. X. Zum zweiten Mal sehen wir diese schöne Endsequenz. Ein forderndes Spiel, ein cooles Spiel, ein verrücktes Spiel, das soll es ja auch sein. Super Mario Bros. X soll ein verrücktes Spiel sein. Und es ist ein gutes, verrücktes Spiel. Ich kann es auf ganzer Linie weiterempfehlen. Es ist einfach ein Kultspiel. Das muss man einmal gespielt haben. Also falls ihr irgendwie zufällig einen PC besitzt oder einen Notebook, also die Anforderung an das Spiel, weiß nicht. Ich würde sagen, jedes moderne Notebook, das günstig ist, sollte das Spiel irgendwie, ja, spielbar, also das Spiel sollte mit so einem Notebook relativ gut spielbar sein. Es gibt eine Android-Version, die ist aber noch ein bisschen buggy. Also, das wird, denke ich mal, auf jeden Fall dauern, bis, wirklich brauchbare Ergebnisse vorhanden sind. Man kann zwar ein bisschen spielen hier und da,
Und bestimmte Episodenpacks kann man auch etwas länger spielen. Aber ja, da finde ich diese Version, die PC-Version, ist und bleibt die beste. Die kann man einfach nicht toppen. Ich finde das Spiel super duper toll. Es hat mir richtig Spaß gemacht und es hat mich so richtig frustriert. Und ich kann es jedem weiterempfehlen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Tolles Spiel, tolles Gameplay. Verrückt, aber einzigartig. Und ich kann eigentlich... Was soll ich da kritisieren? Ja, das Einzige, was ich kritisieren könnte, ist halt so ein bisschen, dass die Steuerung es so ein bisschen genau nimmt. Aber den Rest kann ich einfach nicht kritisieren. Es tut das, was es tun soll. Es ist ein Fangame. Man merkt auch, dass es ein wirklich liebevoll gestaltetes Fangame ist. Vor allem die Episoden The Princess Cliché und The Invasion 2. Und ja, downloaden und spielen, liebe Freunde. Downloaden und spielen, das ist auf jeden Fall heißer Scheiß, wie ich so gerne sage. Ja, aber ich werde mit diesem Projekt auf jeden Fall nicht mehr weitermachen. Also weitere Episoden oder diesen Modus hier werde ich nicht weiterspielen. Also ich denke, wir haben erstens genug von diesem Spiel gespielt und zweitens, ja, das Interesse an diesem Spiel war letztendlich dann doch so gering, dass, kaum Zuschauer sich dafür interessiert haben. Ja, klar. Die meisten interessieren sich für Platform Creator, Super Mario Cuatro Jugadores oder für Mario Zero. Das gefällt euch ziemlich sehr, ziemlich gut. Oder Genshin Impact sogar. Also wenn ihr euch die Playlist von Genshin Impact anschaut und anschaut, wie viele Views diese Playlist hat. Ich denke, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich finde es ein bisschen schade. Das Spiel hat meiner Meinung nach, so zumindest auf diesem Channel, mehr Aufmerksamkeit verdient. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass die Fans von Super Mario Cuatro Jugadores oder von Platform Creator diesem Spiel keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Aber alles hat seine Gründe. Und ja, ich bin ein bisschen traurig drüber. Aber auf der anderen Seite hat es mich trotzdem gefreut. Ich bereue keine Sekunde, dieses Spiel gespielt zu haben. Es ist verrückt gewesen, es ist toll gewesen. Und trotzdem empfehle ich es aufs ganzer Linie weiter. Und ich werde es auf jeden Fall privat weiterspielen. Definitiv, ich werde mir ein paar Level-Packs runterladen, beziehungsweise Episoden-Packs runterladen. Und das Spiel einfach privat spielen, weil es auf jeden Fall echt, echt Spaß macht. Wer weiß, vielleicht nach einer gewissen Zeit kann ich vielleicht mal was bringen, aber Stand jetzt lohnt sich das leider nicht. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Let's Play letztendlich dann doch gefallen hat. Dann bitte, bitte, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen, weil ich sehe, Leute schauen sich das Video an, aber keinen Daumen nach oben. Mir zeigt das, ja, ich habe es mir angeschaut, aber so toll ist es dann doch nicht. Es ist nicht schlecht, sonst hätte man den Dislike-Button drücken können, ist es klar. Aber es ist auch ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, euch gefällt das Spiel trotzdem. An sich das Spiel auf jeden Fall runterladen. Ihr seht ja unten diese Adresse www.supermariobrosx.org. Diese Domain ist immer noch aktuell, zumindest Stand April 2021. Keine Ahnung, ob diese Seite jemals down gehen wird, aber die gibt es schon so lange. Deswegen wage ich zu bezweifeln, dass die Seite jemals down gehen wird. Zumal es immer wieder neue Episodenpacks geben wird. Leute, die sich wirklich größte Mühe geben. Und wie gesagt, wollt ihr Super Mario Bros. X2 sehen? Dann auf jeden Fall bei allen Parts den Daumen nach oben hinterlassen. Das wäre sehr, sehr gut. Weil das gibt mir so ein bisschen die Bestätigung, ihr wollt mehr sehen. Hab ich aber hier in diesem Spiel leider nicht gesehen. Schade. Klar, dieser Channel ist auch nur ein bisschen klein, aber ja, das wundert mich ein bisschen. Aber man muss die Dinge so annehmen, wie sie sind. Und ja, es war ein Genuss. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich gefreut. Deswegen behalte ich trotzdem dieses Let's Play in meinem Herzen. Es war für mich, also für mich persönlich, erfolgreiches Projekt. Nicht YouTube-technisch, sondern einfach für mich privat. Ich fand's toll. Es hat mir gefallen und dabei bleibe ich auch. Ich wünsche euch was Schönes, liebe Freunde. Es war mir trotzdem eine Freude, dieses Let's Play mit euch zusammen zu spielen. Und mal schauen, was als nächstes kommen wird. Ich bin gespannt und strecke meine Fühler aus.
Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.